Willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um mein persönliches Fazit zum Samsung Galaxy Note 9. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Das Samsung Galaxy Note 9 ist mit dem heutigen Tag in Deutschland erhältlich. Heute ist der offizielle Verkaufsstart. Wenn ihr dieses Video seht, sind aber vielleicht auch schon wieder ein paar Tage oder Wochen vergangen. Ich konnte mir das Modell vorab ein bisschen genauer anschauen, habe es ein bisschen im Alltag genutzt und habe mir auch so ein bisschen ein kleines Fazit zu diesem Gerät gebildet. Und genau darüber möchte ich jetzt heute mit euch sprechen. Ich fange dabei wie immer ein bisschen mit dem Design, der Verarbeitung und der Haptik an und da gibt es von meiner Seite aus wirklich nichts zu meckern. Das Gerät ist hochwertig, es ist sehr gut verarbeitet, Glas auf der Front- und Rückseite, Aluminiumrahmen. Wir haben das schwarze Modell erhalten, gefällt mir persönlich sehr gut, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass das Design von Samsung mittlerweile schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Immerhin verwendet man diese Designsprache jetzt schon seit dem Galaxy S6 Edge. Naja, es hat sich immer wieder ein bisschen was getan und man hat das Design natürlich verfeinert, der Homebutton ist weggefallen und so weiter, aber es wirkt im Jahr 2018, Ende 2018 auch nicht mehr ganz modern, wie ich finde. Es muss jetzt nicht unbedingt zwingend eine Notch in dieses Gerät, trotzdem bin ich persönlich mal gespannt, ob Samsung uns hier kommendes Jahr mal wieder eine komplett neue Designsprache präsentieren wird. Was die Haptik angeht, ist das bei mir persönlich ein kleines bisschen grenzwertig, was die Größe angeht. 6,4 Zoll inklusive ein kleines bisschen Rahmen oben und unten im 19:9 Format. Das ist ordentlich groß, das ist sehr lang und selbst mit recht großen Händen ist das nicht unbedingt leicht zu bedienen. Das ist aber ein rein subjektiver Fall von mir. Ich weiß, es gibt Leute, die kaufen sich gezielt die Note-Modelle, weil sie ein sehr großes Smartphone benötigen. Ich persönlich finde allerdings, dass die Haptik, oder ich habe den Mehrwert von 6,4 Zoll im Alltag jetzt nicht unbedingt bemerkt. Knapp 6 Zoll würden mir hier auch ausreichen, aber wie gesagt, das ist ein rein subjektiver Fall von meiner Seite. Ich habe es eben schon erwähnt, 6,4 Zoll OLED QHD Plus Auflösung, wenn man möchte. Standardmäßig ist Full HD Plus aktiviert. Das ist wirklich eines der besten Displays auf dem Markt. Ich glaube, DisplayMate hat es zum besten Display von allen Smartphones gekürt. Einen direkten Vergleich jetzt mit einem iPhone 10 oder Galaxy S9 Plus ist jetzt schwierig, da jetzt konkrete Unterschiede zu erkennen, aber es gehört definitiv zu den besten Displays, wenn nicht sogar das beste Display auf dem Markt. Das merkt man, das Display ist wirklich großartig zu nutzen und auch wenn es mir persönlich ein bisschen zu groß im Alltag wäre, ich habe mal überlegt, demnächst ein kleines YouTube-Video zu schauen und da lag das Galaxy Note 9 auf dem Tisch und da ist mir aufgefallen, ich würde zu diesem Modell dafür greifen. Es eignet sich wunderbar für Multimedia in und so weiter und so fort. Videos endlich jetzt auch mit Stereo-Lautsprechern. Von meiner Seite aus ist das wirklich ein großartiges Display. Auch wenn ich persönlich immer noch sagen muss, dass mich diese leicht gebogenen Seiten nicht direkt überzeugen. Sie sehen optisch immer erstmal ein kleines bisschen beeindruckend aus. Sie sind auch nicht mehr so stark wie früher gebogen, aber so im Alltag habe ich dann keinen wirklichen Mehrwert gefunden. Im Gegenteil, ab und zu, wenn das Licht ein bisschen spiegelt, dann sieht man diese Kante, dann spiegelt es ein bisschen auf dem Glas und ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich mittlerweile ein größerer Fan von einem flachen Display, aber diese gebogenen Seiten sind nun mal ein Alleinstellungsmerkmal von Samsung. Samsung hat das Modell kurz bevor Android Pie jetzt auf den Markt kam, vorgestellt, sprich es kommt noch mit Android 8.1 Oreo daher. Finde ich persönlich nicht ganz so tragisch, allerdings gehe ich auch davon aus, dass wir bis 2019 warten müssen, bis dann Android Pie ausgeliefert wird. Wir bekommen zwar den aktuellen Sicherheitspatch von August, aber ganz aktuell ist dieses Flaggschiff trotz einem Preis von 1.000 Euro und kommenden Modellen, die mit Android Pie höchstwahrscheinlich ausgeliefert werden, ein Mate 20, ein Pixel 3 XL und so weiter, leider nicht mehr ganz aktuell. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Samsung hier vielleicht in Zukunft ein bisschen schaut, dass man die Note-Modellreihe dann auch passend mit der aktuellen Version von Android auf den Markt bringt. Aber das ist auch wieder so eine persönliche Vorliebe von mir, denn ich nutze gerne die aktuellste Version von Android. Das System läuft allerdings sehr stabil. Man merkt, da ist genug Power vorhanden. Es ist jetzt aber auch nicht mehr Power als in einem Galaxy S9 Plus. Also wir haben das Modell mit 6 GB Arbeitsspeicher erhalten. Das läuft flüssig. Ich persönlich finde die Bedienung nicht ganz so weich, ganz so flüssig wie bei einem OnePlus 6 zum Beispiel, aber hätte jetzt auch keine Probleme, dieses Gerät im Alltag zu bedienen, wenn ich mir einen alternativen Launcher auf das Gerät packen würde, denn die Oberfläche von Samsung selbst ist immer noch nicht mein Fall. Samsung hat jetzt allerdings auch endlich wieder einen recht großen Akku im Gerät verbaut, 4000 mAh.
Letztes Jahr hatten sich ein kleines bisschen gegen einen großen Akku entschieden, weil das Galaxy Note 7 im Jahr davor explodiert ist, wie viele von euch sicher wissen. Letztes Jahr hat man sich ein bisschen auf die Sicherheit konzentriert, einen kleineren Akku verbaut. Das ist jetzt Geschichte. Die Sicherheit ist weiterhin gegeben. Das hat Samsung offiziell nochmal bestätigt. Das Gerät wurde ausgiebig getestet. Allerdings gibt es jetzt wieder einen großen Akku und das merkt man auch im Alltag. Also ich kam mit dem Galaxy Note 9 wirklich wunderbar über den Tag. Mir persönlich reichen 4000 mAh auch nicht, um einen zweiten Tag dann nochmal ausgiebig zu nutzen. Aber wenn ich einen sehr intensiven Tag habe, wenn ich die Displayhelligkeit auch mal ein kleines bisschen höher schraube und das Gerät wirklich intensiv nutze, dann reichen 4000 mAh trotzdem gut aus, um über den Tag zu kommen. Von daher, Samsung kann das Galaxy Note 9 jetzt auch durchaus wieder als Dauerläufer beim Akku vermarkten. Die Kamera ist im Großen und Ganzen die gleiche wie im Galaxy S9 Plus. Samsung hat bestätigt, dass man allerdings die Software noch mal ein bisschen überarbeitet hat. Sie gehört zu den besten Kameras auf dem Markt. Ob es die beste ist, für mich persönlich nicht ganz, aber dazu werde ich in einem kommenden Video nochmal genauer eingehen. Aber wer sich dieses Gerät kauft, der wird definitiv mit der Kamera, davon gehe ich persönlich aus, zufrieden sein. Vor allem bei guten Lichtbedingungen macht sie wirklich hervorragende Bilder. Da war ich persönlich sehr zufrieden mit der Kamera. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass weiterhin ein Bixby-Button auf der linken Seite vorhanden ist. Bixby ist immer noch nicht auf Deutsch verfügbar, ist immer noch anderen Assistenten unterlegen. Die Taste liegt so nah an der Lautstärke-Taste, also für leiser, dass ich im Test, ich glaube, zu 90% erstmal Bixby aktiviert habe. Man kann sie nur deaktivieren und von offizieller Seite nicht neu belegen. Ich finde es persönlich wirklich schade, dass Samsung so an diesem Dienst festhält und sich auch nicht, sage ich mal, öffnet und sagt, okay, das mit Bixby haben wir in den letzten Monaten ein bisschen versaut. Hier belegt den Knopf doch einfach mal neu in Deutschland. Dann könnt ihr vielleicht auch erstmal den Google Assistant nutzen und in Zukunft dann optional auf unseren Dienst wechseln. Wird man nicht machen. Natürlich, man möchte den eigenen Assistenten ein bisschen pushen. Ich finde es aber persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade mittlerweile, dass man das immer noch mit eigenen Hardware-Taste macht und den Dienst dann hier bei uns in Deutschland noch nicht mal auf Deutsch anbietet. Kommen wir noch kurz zum Alleinstellungsmerkmal des Galaxy Note 9 und ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben. Es ist der S Pen, der besitzt nun auch neue Funktionen, zum Beispiel durch die Bluetooth-Konnektivität kann man, wenn man ein bisschen vom Gerät entfernt ist, einen Selbstauslöser aktivieren. Also wenn man Fotos macht, nimmt man den Stift in die Hand und kann dann ein Foto von einer weiteren Entfernung von sich machen. Oder man kann auch die Musik steuern. Oder es sind natürlich auch die üblichen alten Features, die wir von der Note-Reihe kennen, enthalten, sprich einer Notizen-App zeichnen und so weiter und so fort. Ich persönlich gehöre zu dieser Nutzergruppe, die den S Pen bei einem neuen Testgerät immer ein bisschen ausprobiert, damit herumspielt, aber dann auch ehrlich gesagt nicht wirklich oft nutzt. Es gibt eine Funktion, die ich sehr praktisch finde, und zwar, wenn das Gerät im Standby-Modus ist, dann nimmt man den S Pen kurz raus, kann eine Notiz schreiben, steckt ihn wieder rein und die Notiz wird automatisch gespeichert. Das gefällt mir persönlich sehr gut, aber in allen anderen Situationen muss ich sagen, tippe ich dann doch lieber mit einer On-Screen-Tastatur. Auf einem Tablet nutze ich einen Stift wirklich sehr gerne. Auf einem Smartphone bin ich persönlich nicht unbedingt der Stiftnutzer, aber es ist nun mal ein ungeschlagenes Gerät in dieser Kategorie. Kein anderer Hersteller hat so viele Anpassungen am Betriebssystem vorgenommen, um einen Stift zu integrieren. Der Stift ist in das Gehäuse integriert, der Stift besitzt eine wunderbare Druckstärke. Es lässt sich gut mit ihm schreiben, malen etc. Also ich bin persönlich sehr zufrieden mit dem S Pen, auch wenn ich persönlich vielleicht nicht der größte S Pen Nutzer bin. Wobei ich sagen muss, dass die neuen Funktionen des S Pen ein kleines bisschen, die finde ich ein kleines bisschen unnötig, denn wer nimmt denn bitte schön, um seine Musik zu steuern, den S Pen jetzt extra aus dem Gehäuse kontrolliert dann mit dem Knopf irgendwie die Stift, ist nicht unbedingt die praktischste Lösung. Ich glaube, Samsung wollte hier einfach mal ein bisschen was Neues entwickeln, aber der S Pen ist seit dem Galaxy Note 8 meiner Meinung nach durchaus gelungen und das ist dann natürlich auch im aktuellen Galaxy Note 9. Das Samsung Galaxy Note 9 ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, wenn es um das Gesamtpaket geht. Wir haben eine IP-Zertifizierung, wir haben Qi, sprich kabelloses Laden. Das auch noch mit 15 Watt, schneller geht es also nicht. Wir haben so ziemlich alle Features, die man sich in einem Smartphone vorstellen kann, in diesem Gerät vereint. Dazu bekommen wir auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, wie zum Beispiel den S Pen und mit das wirklich beste Display auf dem Markt. Und das ist wirklich ein Gesamtpaket, was verständlicherweise für viele Personen sehr attraktiv ist. Und von meiner Seite aus gibt es auch im ersten Moment direkt mal eine Kaufempfehlung. Ich habe allerdings noch ein kleines Aber für das Galaxy Note 9 dabei, denn auch wenn ich mit dem Gerät sehr zufrieden war, auch wenn es mir ein kleines bisschen zu groß war, so gibt es eine Sache, die ich persönlich interessant finde und das ist, wie beim Galaxy S9, dass das Vorgängermodell nicht wirklich viel schlechter ist
aber auch das Galaxy S9 Plus ein quasi identisches Gerät ist. Samsung hat zwar ein sehr gutes Smartphone auf den Markt gebracht, hat allerdings auch in der Vergangenheit, sprich Ende 2017 und Anfang 2018, zwei wirklich sehr gute Smartphones auf den Markt gebracht. Vor allem das Galaxy S9 Plus ist dem Note 9 quasi identisch. Wenn man auf den S Pen verzichten kann, würde ich persönlich verzichten. Ich habe heute mal nachgeschaut, was ein S9 Plus kostet. Das liegt bei knapp 550 Euro und das ist fast die Hälfte von einem Samsung Galaxy Note 9. Und ich weiß nicht, ob ich persönlich mit ein bisschen mehr Akkulaufzeit und dem S Pen, ob ich mir deswegen unbedingt ein Note 9 kaufen würde und dafür fast den doppelten Preis hinlegen würde. Wenn ich ehrlich bin, nein, weil ich persönlich den S Pen nicht nutze. Aber selbst wenn ich S Pen Nutzer wäre, würde ich mir doch tatsächlich überlegen, ob ich das mache. Mein persönlicher Tipp zum Galaxy Note 9 ist, es ist ein tolles Gerät, man kann es kaufen und wird zufrieden sein, aber ich würde ein kleines bisschen abwarten, denn die Samsung-Preisentwicklung hat in der Vergangenheit gezeigt, der Preis wird sehr schnell sinken. Aktuell ist er noch bei 999 Euro für die Basisversion. Allerdings gab es in Österreich zum Beispiel schon ein Angebot, wo man es für 799 bekommen hat und das sogar noch in der Vorbestellerphase. Und ich gehe ehrlich gesagt stark davon aus, dass der Preis in den kommenden 3-4 Wochen um 200 Euro sinken wird. Dann kommen die neuen iPhones, dann kommt das neue Pixel-Modell, dann kommt Huawei mit einem Smartphone. Samsung kann aktuell die UVP halten, aber ich glaube, das wird nicht lange andauern. Und wenn man ein kleines bisschen warten kann, dann würde ich das persönlich machen. Es ist euer Geld, ich persönlich bestelle auch gerne Smartphones vor und habe sie gerne am Erscheinungstag. Viele von euch werden das vielleicht auch heute getan haben. Aber wenn ihr ein kleines bisschen warten könnt, würde ich persönlich warten, denn der Preis des Note 9 dürfte recht zügig sinken. Wenn er dann aber so bei, sage ich mal, 700 bis 800 Euro angekommen ist, dann bekommt man hier wirklich ein sehr gutes Smartphone und mit das beste Gesamtkonzept auf dem Markt. Ja, ich war in meinem Test mit dem Galaxy Note 9 zufrieden. Wie gesagt, der Preis ist so eine Sache. Ich bezahle gerne auch mal mehr für ein Smartphone, aber mit Hinblick auf die Preisentwicklung würde ich warten. Falls euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.